Hallo, Freunde der kleinen Spuren. So, ich habe ein kurzes Teststückchen aufgebaut. Und sie fährt ganz schön. Sie fährt sogar richtig gut, finde ich jetzt. Also meine persönliche Meinung. Ich meine, das Ding ist alt und analog. Aber das ist halt noch die. Das ist eigentlich noch die alte Märklin-Qualität, wie man sie von früher kennt. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle neuen Sachen schlecht sind. Aber das ist so ein richtiger Gussklumpen. Jetzt fährt sie mal wieder nicht. Einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Also ich finde, sie fährt schön. Jetzt muss ich nur noch das Ding mit den Fenstern irgendwie hinkriegen und dann ist das eigentlich eine wirklich schöne Lok. Also auch die Kamera mal wieder scharf. Ja, bei mir ist es sehr amateurhaft und unprofessionell. Dann war in Darmstadt heute auch noch die Modellbahn- und Spielzeugbörse und ich habe mir nicht viel gekauft. Momentan muss ich ein bisschen die Bremse treten oder auf die Bremse treten. Ich habe mir den Wagen gekauft von Märklin. Das ist ein Werbewagen damals, wo digital eingeführt worden ist. Der dürfte jetzt auch schon ja, über 30 Jahre alt sein, weil ich glaube, irgendwann 87 oder 88 kam ja digital bei Märklin raus. Und dann habe ich mir noch diesen gealterten Packpostwagen gekauft. Der ist gealtert. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Und noch diesen kleinen. Ups. Noch diesen kleinen Packwagen gekauft. Und ja, die drei Wagen haben zusammen 8 Euro gekostet. Genau. Den habe ich für 2 gekauft. Den für 3 und den auch für 3. Das sind 8 Euro. Ja, völlig. Also ein guter Preis. Also ich denke mal, wenn ich es jetzt bei eBay ersteigert hätte, wäre es mit Sicherheit etwas mehr geworden. Aber naja, ab und zu muss man auch bei eBay was kaufen. Kaufe ich eigentlich recht viel, muss ich ehrlich gestehen. Manchmal zu viel. Dinge, wo ich mir dann denke, wäre jetzt eigentlich gar nicht notwendig gewesen, aber manchmal ist es halt so. Gut, das soll es für jetzt auch erstmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Rotterdam-Tag und dann auch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.